Dann fassen wir das zusammen. Trägheitsmoment. Trägheitsmoment, ein Momentum. Ich mach's mal anders. Wenn wir uns fragen, warum Seilartisten zum Beispiel eine lange Stange zum Balancehalten nehmen, dann müssen wir auf Folgendes achten. Sie können vom Seil kippen. Damit sie das eben nicht machen, halten sie sich sozusagen an einer Stange fest. Die ist träge. Ideal wäre, wenn die Stange an den Seiten noch Gewichte dran hätte. Denn je weiter die Gewichte entfernt sind, R in diesem Fall wie Radius, weil es ja auch um Kippen geht, je weiter also diese Gewichte entfernt sind von dem Kerl, der hier versucht zu balancieren, umso größer ist das Trägheitsmoment. Das berechnet sich J, groß J, A auf die Kippachse bezogen, als Masse mal, und jetzt kommt's, Abstand zum Quadrat. Also, je weiter ich diese Gewichte draußen anbringe, umso noch größer, also nicht bloß linear, sondern quadratisch, wächst das Trägheitsmoment. Das ist wunderbar. Ganz nebenbei, das Trägheitsmoment nutzen wir, wenn wir zum Beispiel über irgendwas Schmales balancieren, instinktiv, indem wir unsere Arme ausbreiten und mit denen außen rumrudern. Wenn wir die Arme eng am Körper lassen würden, würde das nicht so gut funktionieren. Das machen wir also instinktiv richtig. Wer das mal versuchen möchte, wenn man zum Beispiel einen Besenstiel, meinetwegen mit Besen obendran, auf der Hand balanciert, dann geht das relativ gut. Warum? Weil das Biest sehr lang ist, so wie die Stange lang sein sollte für so einen Artisten. Wenn ich das gleiche mit einem Bleistift versuche, den zu balancieren, ist echt schwierig bis fast unmöglich. Und je kürzer der Gegenstand ist, es hängt nicht von seiner Masse ab, sondern nochmal, es geht um die Masse, die je weiter entfernt von dem Drehpunkt vorhanden ist. Also, wenn ich einen Besenstiel nehme oder ich nehme eine Eisenstange ist zwar sehr schwer und die hat auch eine große Masse, aber es geht hier vorrangig um den Abstand. Das ist eigentlich das Wichtigste am Trägheitsmoment. Wofür wir das brauchen? Ach so, es wird in Kilogramm und Quadratmeter. Und sage ich gerne, weil das ist eine alte gebräuchliche Einheit, statt mal. Ich kann auch sagen Kilogramm mal Quadratmeter. Wo das Quadratmeter herkommt, das hat nichts mit der Fläche zu tun, das wissen wir, weil der Abstand quadriert wird. Wozu wir das brauchen? Wenn wir dann nochmal auf den Drehimpuls eingehen, dann brauchen wir das Trägheitsmoment, denn der Drehimpuls setzt sich letzten Endes aus. Drehimpuls L aus diesem Trägheitsmoment und der Winkelgeschwindigkeit zusammen. Aber davon im nächsten Video, das halten wir danach dann nochmal fest. So, bis dahin, ich hoffe, alle haben es verstanden. Ich mache das Video erstmal dicht.